Hallo, hallo, meine Lieben. So, machen wir hier ein bisschen Räucherwerk an. Ich möchte noch mal in die Kristallkugel gucken, um zu beleuchten, wie die Energien im Onkel Otto-Team gerade so unterwegs sind. Die Emotionen vor allen Dingen, weil in der Kristallkugel, ja, spreche ich im Prinzip mit seinen Worten. Hau die Botschaft in deine Richtung raus, die ihm nicht unbedingt über die Lippen kommt. Die das kennen, wissen, ich brauche hier zwei Überschriften. Karten liegen bereit und dann werde ich das Licht ausmachen, weil dann kann ich besser gucken. Das ist eine Art Channeling, was ich mache, oder nennt es eine Art telepathische Verbindung zum Onkel Otto. Ja, und diejenigen, die damit was anfangen können, können damit was anfangen. Die da nichts mit anfangen können, müssen es sich nicht anschauen. Genug geredet, würde ich sagen. Ich gucke jetzt einfach mal, was sind denn seine Themen? Was möchte er dir erzählen, Spirit? Was hat er auf dem Herzen? Das ist was viel. Eine klare Message. Und eine Karte von Volume 2. Ich lese noch mal eben und dann werde ich das Licht ausmachen. Okay. Ich kriege jetzt hier keine Rauchvergiftung. Ich stelle das mal ein bisschen weiter nach hinten. Letztes Mal ging der Rauchmelder an. So, einen Moment bitte. Du hast mich verletzt. Du hast mich traurig gemacht. Eigentlich komme ich immer nur dann auf dich zu, wenn ich deine Gesellschaft brauche, deine Unterstützung, weil du immer in der Lage bist, mich in schweren Situationen aufzumuntern. Du hast mich allein gelassen. Du hast mich fallen lassen. Das hat mir wehgetan, weil ich das bestens und immer wieder so kennengelernt habe. Ja, ich bin wieder durch meine alten Wunden gegangen. Und ja, das hat was mit mir gemacht. Würde ich nicht spüren, wie stark diese Verbindung zwischen uns ist? Könnte ich nicht in deine Gedanken schauen? Dann hätte ich das Ganze mal wieder beendet. Aber es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht machbar. Und darum bin ich froh. Ich möchte, dass wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Boah. Weil dieses Gegeneinander kämpfen einfach unendlich kräftezehrend ist. Und für die Liebe muss man nicht kämpfen. Dass wir uns gegenseitig schätzen und anerkennen und respektieren, das wissen wir beide.
Vielleicht sollten wir anfangen, statt gegeneinander, miteinander zu kämpfen, in eine Richtung zu gehen. Gleiche Ziele zu entwickeln. Das würde ich mir wünschen. Mir fällt es einfach manchmal schwer, mich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu fokussieren. Ich fange dann an, mich zu verzetteln und es kommt, ja, immer wieder zu chaotischen Zuständen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das aushalten kannst. Und ich bin mir dessen auch bewusst, dass das gemeinsam auch kein Spaziergang werden wird. Aber wenn ich einfach mal sehe, wie viel Potenzial da zwischen uns beiden ist, wie sehr wir in der Lage sind, uns gegenseitig zu inspirieren, da werden meine Augen riesengroß und ich kann nur den Kopf schütteln. Mir ist bewusst geworden, dass ich vom Universum ein wahnsinnig großes Geschenk bekommen habe. Und ich weiß, dass ich dieses Geschenk annehmen muss und darf. Ja, und das möchte ich. Das möchte ich. Ich höre jetzt auf, sorry. Oh. Ja, unverhofft kommt oft. Boah, das braucht ein Riesenglas Wasser jetzt. Das ist nicht meine Energie, ne? Macht euch keine Sorgen. Ich werde da gleich schnell wieder raushüpfen, aber boah. Der war total ergriffen. Ihr habt da ja mitbekommen. Total emotional. Und ich glaube, dem ist ein Lichtlein aufgegangen hier. Ein Lichtlein aufgegangen. Das wird jetzt wieder was gewesen sein, wo nicht alle sich wiederfinden können. Aber in diese Richtung wird es letztendlich gehen. Für all die, die wirklich hart und beständig, hart muss halt immer hart sein, aber ihre Themen einfach gut bearbeitet haben, die jetzt relativ erwartungsfrei sind, was diesen Seelenpartnerprozess angeht, die keine Ansprüche stellen, die einfach die Dinge annehmen, wie sie denn nun kommen. Ja, es wird in diese Richtung gehen. Wann, weiß ich auch nicht, werden wir sehen. Das war schön gereimt jetzt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen. Manchmal stellen sich Dinge erstmal anders dar, als der Ausgang dann letztendlich ist. Wir dürfen gespannt bleiben. Lasst es euch gut gehen. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten.